Jawohl, Servus und Habatere wieder mal zu einem neuen Video aus dem Chrome Valley. Ja, heute haben wir da, weil wir das letzte Mal ein Video aufgehört haben, gell? Bloß mitkappen. Ich bin auf dem Weg zu der Hochspannung. Auch bei uns geht eine Hochspannungsleitung durch. Ja. Das ist die Hochspannungsleitung, wo der durchgeht. Ja, da rechts ein bisschen brandelt, da muss ich alleweil. Ist die Leitung runtergeschnitzt. Jetzt sehen sie es gerade auf, die zwei Buschen. Die neue Leitung. Schaut schon wüst aus da. Ja, das ist unser Sumpfgebiet da hinten. Voll aus Nasalz. Schaut euch das an. Das ist jetzt der Wasserrucker, gell? Da läuft der Chrom durch. Das ist jetzt der Baumwasserrucker. Dann vorwiegend Eschen hier unten. Ja, die sind Profis, ne? Schauen wir mal weiter. Läuft da durch. Läuft da durch. Das Bacherl. Da hinten. Da hinten auch noch. Macht's leid da. Ja. Ah ja. Da geht Schneisen durch. Wie gesagt, rechts und links gehört uns. Darum haben sie da uns gefragt, ob sie durchschneiden dürfen. Weil muss es auch. Hilft ja nicht. Wenn die Bäume da in die Leitung hängen, das ist ja nicht Sinn der Sache, gell? Und der ist ja reingefallen, meine ich. Ja. Hey, ja. Das sind sowieso nastige Hunde. Nastige Hund. Da, der Waldemar, der zückt schon raus. Da stehen ja schon Dinger da, oder? Da musst du schauen, dass die nicht in die Stromleitung reinfallen. Ja, das ist natürlich schon eine Nummer, gell? Naja. So schaut die Stromleitung aus, nicht? Jawohl, dann haben wir das auch wieder gesehen, würde ich sagen. Die werden uns in einer Zeit brauchen, bis dass die das aufgeräumt haben, wahrscheinlich. Und naja, vorhin hat es auch nicht, aber mei, das, auf das können die nicht warten, das ist auch klar. Ja, so, sind wir da. Da haben wir rausgeholzt. Hat es im letzten Video schon gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es mal rein. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Das haben wir rausgehackt. Da kommt eine komplett neue Anpflanzung her. Mit Laubbaum. Laubbaumanpflanzung, was ich da genau mache, weiß ich noch nicht genau. Dass wir für den Klimawandel gerüstet sind, gell? Ja, da haben wir also die Fixlingen oben. Wie gesagt, das ist Urspruch. Da ist brutal nass, da drückt es da. Da alles so einmal von dem Berg oben, außer auf das Feld hier, das ist so nass. Und da kannst du einfach nicht arbeiten, wenn es wächst, sondern arbeiten, wenn es kannst. So immer so. Ja. Das wird alles Brennholz. Seid ihr so, Schatz, das für Pitscherei ist, da kannst du brauchst nicht rein davon. Ja,
liegt was da, da oben liegt was am Waldrand, dann liegt da am Waldrand noch was. Das ist der Fleckwin, genau. Haben wir jetzt vierte. Das ist überwiegend ein Mondholz. Ja, alles ein Mondholz, ja, freilich. Alles ist ein Mondholz. Jawohl, dann würde ich sagen, lehmen wir es gut sein. Ich schaue wieder rauf. Zwitschkerles. Hoppa. Wie geht's denn euch? Das ist nichts zum Essen. Zwitschkele, Zwitschkele, Henne, auf geht's. Ein bisschen umeinander, Frühsport, ja genau, über den Kübel drüber. Der Kugel find was und frisst's. Ist nicht kaum. Wie du? Hallo? Zwitschkele. Und jetzt kommt der Spießrutenlauf. Der altbekannte in der Morgen, im Morgengrauen, der Spießrutenlauf, wenn einer was gefunden hat. Und alle rennen auch. Ja, so hält man sich fit. Ja? Michölner Leidl. Michölner Hähnerler und Gockerler. Schau dir mal den Gockel an, du. Ja? Immer jammern. Hey, Zwitschkele. Zwitschkele ist der, der aber ein bisschen kleiner ist. Der ist irgendwie ein bisschen zurückgeblieben. Der gackert, wenn man hört, wie ein Hähner. Aber schaut aus wie ein Gockel. Also, weiß man nicht genau, was es ist. Das ist mein Kamerad, gell? Zwitschkele. Ja, Zwitschkele. Ja, ja, ja. Hier hat's Durst. Ein Kübel essen. Wie die Raubritter. Ja. Wie die Raubritter. Habt ihr schon wieder einen Kartoffel gefunden? Auf Kartoffel sind sie narrisch wie Sau. Ah, da drin ist auch was, gell? Ein Eis, das kann man zusammenpicken. Das schnalzt so schön. Ein Schnabel putzen. Naja, Zeh putzen. Das ist jetzt in der Fresse Zeh putzen. Ja, die putzen sie jetzt Zeh. Ja, die Hähne macht sie frisch für den Tag. Der Gucke, ein bisschen Gesicht abwaschen, weil Menschen halt auch, gell? Das macht sie auch, gell? Ist ja ganz klar. Da hinten. Die haben noch nicht dran im Bad zum Frischmachen für den Tag. Die Fritze putzen, gell? Guckel. Hey, Guckel. Hähne. Ja. Da ist der Guckel. Da mal her, Guckel. Witschkele! Ja, die hat jetzt andere Prioritäten. Zeh putzen. Jetzt kommt die Sonne. Das gefällt euch, gell? Jawohl. Witschkele, wieder da. Okay. Jawohl.